So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und wie versprochen werden wir uns jetzt genauer um das Twakes Level kümmern und hoffen, dass wir noch Erster werden. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber das Level wird dauern. Das haben wir schon im letzten Part gesehen. Das wird dauern. Uff. Also das könnte jetzt den ganzen Part in Anspruch nehmen. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, entsprechend werde ich da auch ganz entspannt sein, wenn es jetzt länger dauert und ihr wisst Bescheid, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr das jetzt anschaut. Ne? So einfach ist die Geschichte. So. Ja. Gut gesprungen auf jeden Fall. Oh, warum kann ich das denn manchmal nicht? Hä? Manchmal verstehe ich es nicht, dass es nicht funktioniert. Ich habe doch jetzt nichts anders gemacht. Wahrscheinlich einen Ticken zu bald A losgelassen oder so. Keine Ahnung. Ein Millisekündchen zu bald. Schafft er den Absprung wieder nicht. Aber vor allem macht mir halt die Sorge, die Stelle mit dem Tanuki Sorge. Das wird unangenehm, weil ich noch überhaupt nicht weiß, wo ich da dann hin muss und wie und welche Reihenfolge und keine Ahnung. Aber da waren Pfeile. Vielleicht versuchen wir uns einfach mal an Pfeile zu... Wieso kriege ich es denn jetzt nicht mehr hin? Vielleicht versuchen wir uns dann einfach mal an Pfeile zu halten. Dafür müsste man aber auch erstmal wieder hinkommen. Hä? Ich war doch vorhin auch schon öfter oben. Das hat doch auch schon funktioniert. Jetzt will er den Absprung einfach nicht mehr machen. Ne? Warum? Na bitte. Nein. Warum? Warum passiert das? Sag mal. Jetzt aber hier. Nein, das reicht nicht. Okay, nein, ich werde ruhig bleiben. Ich habe gesagt, das wird das ganze Video in Anspruch nehmen. Entsprechend bin ich jetzt ganz entspannt, wenn das der Fall sein sollte. Aber am Ende gehen wir hier mit einem Erfolg raus. So. Ganz simpel. Findest du schade, dass ich aus der Stelle nichts lerne? Wieso spricht der denn manchmal nicht? Mario! Natürlich ist es nicht Mario, sondern der Spieler, aber Mario! Spring! Du Klempner. Sag mal! So. Ah, ne, da schwebe ich ja jetzt schon. Ah, zu bald. Okay, dann geht's hier rüber. Dann geht's dahin und dann geht's hier runter. Und dann überlebt man erstmal ein Stück weit. Und die ganze Zeit fliegt man, weil man die Geschwindigkeit drauf hat. Okay. 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 Soweit, denke ich, habe ich den Tanuki-Abschnitt jetzt verinnerlicht. Und dann, ja, verinnerlicht nicht, aber in der Theorie verstanden. Und dann kommt man oben in die Röhre zurück. Ah, ich muss erst den holen. Aber jetzt ist halt der Dings weg. Na, das ist jetzt genau das Problem. Ich muss das schneller machen, weil sonst verliere ich den P-Meter. Sheesh.
Das ist ein Speedrun im Speedrun. Oh, ich hatte jetzt gar keinen Speed drauf, ne? Na, hier geht's dann zurück. Können wir das schon... Können wir uns schon angucken, was da kommt? Hier sollen wir wohl nicht hin. Das heißt, ich gehe hier gar nicht zurück. Hier ist Ende Gelände, ja? Ah ja. Dann soll ich da gar nicht rein. Dann habe ich den Abschnitt auch noch nicht verstanden. Ja, aber jetzt ist der Dings weg. Uff. Das wird zeitlich echt knapp. Da muss ich sofort rüber zu der Münze. Nein! Da muss ich sofort rüber zu der Münze. Und dann, hier, ne? Und so. Nein, das darf halt schon nicht passieren. Naja, das sowieso nicht. Das heißt, eigentlich geht's dann hier drüben weiter. Ach du Schande. Und wahrscheinlich immer noch mit dem Tanuki. Ah, ich habe meinen Fehler gefunden von vorhin. Nein! Ja, okay, ne? Hätte das jetzt funktioniert, wäre das besser gewesen. Okay, verstanden. Ich bin da vorne immer direkt hochgeflogen, das darf ich nicht machen. Was ist eigentlich hier unten? Okay. Hätte sein können, dass da noch irgendwas Verstecktes ist, man weiß es ja nicht. Also tatsächlich war da was Verstecktes, nämlich Musik. Die einem sagt, dass man doof ist. Danke dafür. Na so, jetzt passt die Geschichte zu. Zack. Und jetzt schnell auf die drauf. Ah, es war schon zu langsam. Okay, aber das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Mit der Zeit kriegen wir das hin. Puh. Die Frage ist halt wirklich, die ich mir stelle, werden wir Erster? Oder schafft es jemand vor uns? Spielt es jemand gerade gleichzeitig auch? So. Ich wette, ich muss weiterfliegen, aber ich will jetzt erstmal gucken. Wobei, selbst wenn ich weiterfliegen müsste, ich würde hier wieder Anlauf bekommen. Keine Ahnung, wo ich jetzt... Vor allem, da fehlen mir ja noch immer Münzen. Was muss ich denn da jetzt alles noch machen? Knapp wird die Zeit sein. Das ist die nächste Frage. Oh oh. Na. Habe ich noch? Habe ich noch? Nee, kann ich nicht mehr haben. Tanuki war ja weg. Entschuldigung. Wie knapp wird die Zeit sein? Das ist die nächste Frage. Ja,
Aber wie gesagt, den hier kann ich ja problemlos. Also hier könnte ich jederzeit wieder Peace mit Pi-Meter bekommen, hat er gedacht. Und dann hat das verhauen. Ah, okay. Entschuldigung. Irgendwann habe ich gerade einen Kratz im Hals. Gut. Nein! Oh, zu spät. Zu spät. Ah. Konnte ich wieder nicht schauen, was da noch kommt. Keine Ahnung. Hier kann ich irgendwie raus. Aber... aber da ist nochmal so ein Pau... Was muss ich denn da machen? Hä? Das war neu? Das war ja, jetzt bin ich viel zu langsam, ich weiß. So. Ja gut, jetzt kann ich das hier auch mal so mir noch angucken. Aua. Das sind 8 von 11, aber ich, das muss ich bestimmt anders spielen. Ich habe halt bisher keine Ahnung, ob ich das spielen muss. Und ich habe halt leider nicht wirklich die Zeit, mich da großartig umzugucken. Das war auch interessant. Jetzt geht das wieder los. Oh, Mann. Ich verstehe halt den hinteren Part noch nicht. Und das ist ein Problem. Aber man sieht's ja, ne? Man muss halt sich stetig voranarbeiten. Den hatte ich ja auch eine Zeit lang nicht verstanden, den Part hier. Und jetzt frühstücke ich da relativ gut durch. Mist. Der RIP. Oh,
ich könnte mir da gerade was vorstellen und es gefällt mir nicht. Oh nein. Oh, das könnte sein. Dass ich den Pi-Meter da immer noch haben muss und dann untenrum durchfliege. I. Kann das sein? Frage für meine Nerven. Ich dachte, ich krieg den nicht mehr. So, hier? Na, wenn ich hier... Jetzt habe ich den Pi-Meter nicht bekommen. Jetzt habe ich ihn und ich könnte hier unten rum. Ah, jetzt hat sie aber irgendwie den... Ah, ich habe nicht gesehen, wie die Shell den... Ach, ich habe die gar nicht ausgelöst. Ich muss ja hier rein. Nee, ich muss ja da rein. Ich verliere hier ziemlich sicher die Feder. Das Blatt. Oder verliere ich das Blatt da nicht? Wenn ich da wirklich unten rumfliege. Kann ich, habe ich die Zeit, um da unten rumzufliegen? Soll ich es sogar? Wenn ich es soll, habe ich natürlich die Zeit. Ich werde es einfach testen müssen. Ich werde es einfach testen müssen. Nein! Ja, kann ich knicken jetzt. Ja, brauche ich gar nicht weiterspielen. Das war super doof. Jetzt hat sich die Shell mit verabschiedet. Nice. Ah. Nein, jetzt habe ich es wieder getan. Ich hasse alles. Ich habe halt einfach nicht die Zeit, um zu gucken. Ja, ich wollte halt noch ein bisschen gucken, was da jetzt noch so kommt, aber... Ja, hab's ja selber gesehen. Ich glaube nicht, dass ich die Feder da noch, das Blatt da noch behalten soll. Ich glaube nicht. Ich werde jetzt erstmal so spielen, dass ich es nicht behalte und gucke, was passiert. Na, es wäre möglich, ja, aber wenn es nicht sein muss, dann möchte ich auch nicht, dass ich es mache. Das heißt, erst wenn ich feststelle, ich brauche das Blatt an irgendeiner Stelle noch, dann werde ich erst versuchen, es zu behalten. Vorher werde ich jetzt nicht so spielen, um das Blatt zu behalten, weil das ist mir doch ein bisschen zu doof. Ich hoffe einfach, dass ich es nicht brauche und weine dann, wenn ich feststelle, ich brauche es doch. Ich finde das eine ganz gute Idee. Na, gut. Ah, das war der falsche Sprung. Guten Morgen. Da war jetzt die Geschwindigkeit nicht da anscheinend. Auch in Ordnung.
Es wird auch immer wärmer, gerade hier in der Wohnung, ne? Oh Gott, oh Gott. Ah, ich glaube, ich habe hier... Ja. Den Pi-Meter schon verloren. Hier macht er noch so schön Pfeile und da drüben habe ich... Moment, habe ich einfach keine Pfeile mehr gesehen? Weil hier sind noch Pfeile, stimmt. Ah, Mann. Ja, das ist halt blöd. So, und jetzt müsste ich hier... Wenn ich da den Pilz noch hätte, käme ich halt problemlos durch. Indem ich den Pilz halt opfere. Ich weiß halt nicht, ob man das soll oder ob man wirklich den Lückensprung hinkriegen muss. Auch das wäre wieder was, was ich nicht unbedingt möchte. Oder man kann mit irgendeinem Trick da mehr Mancha loswerden. Das wäre die nächste Idee. Aber ne, hier macht überall noch Pfeile und dann... Oh oh. Dann hier einfach nicht mehr. Das gibt's doch nicht! Okay, aber diesmal habe ich meinen Pilz noch. Ist ja auch schon mal was. Mist! Guck mal, hier ist lauter so Zeug, aber das nützt mir alles nichts. Was ist denn das? Es muss gehen, es muss, man muss durch die Lücke kommen können, man muss durch die Lücke kommen können. Das geht auf jeden Fall, ich meine, es ist eine Lücke, die ist offen. Theoretisch muss es gehen. Theoretisch muss es gehen. Oh nein, ich bin hängen geblieben. Wo war jetzt wieder der Pimi? Warum war jetzt kein Pimi da? Hä? Jetzt gibt das hier wieder alles nicht. Ach komm, lass mich nach hinten. Ich will nach hinten. Please. Jetzt ist er da. Warum er vorher nicht da war. Hat er einfach keinen Bock gehabt auf mich. Hat sich gesagt, nö, der ist doof. Der spielt dumm. Will ich nicht. So. Nein! Gibt's doch nicht. Na, ich habe darauf gewartet, dass das irgendwann passiert. Ich habe jedes Mal gedacht, komisch, dass es noch nicht passiert ist. Und jetzt ist es endlich mal passiert. Thank you.
Das kann doch nicht wahr sein. Super. Jetzt ist wieder alles weg. Aber gut, ich habe wieder diesen Sprung hier, ne? Der muss gehen! Das gibt's nicht. Man muss doch da durch. Das sind doch... Das ist doch eine offene Lücke. Das muss doch gehen, selbst wenn man klein ist. Oh nein. Das kannst nicht leiden, an Sachen neu zu sterben, an denen ich vorher nicht gestorben bin. Nein! So. Jetzt bitte keinen Quatsch machen. Und mich endlich mal hier durchlassen. Ich werde nicht mehr von diesem Abschnitt sehen. Das gibt's doch einfach nicht. Nein, ich habe den nicht mitgenommen. Was ist eigentlich? Das war dumm. Ich habe überlegt, ob hier oben noch was sein könnte, aber ich glaube, das wäre gemein. Ne, dass man so die letzte Münze... Dass man hier oben noch eine Münze versteckt, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee. Das wäre dumm. Aber ich glaube, es ging ja auch gar nicht, weil dann wären ja die Bullet-Dinger weg. Und das hier wäre ja auch weg. Ich käme ja nicht mehr. Nein, ich käme ja nicht mehr zurück. Nein. Hat sich erledigt. Zum Glück war es eine blöde Frage. Entschuldigung, ich habe kurz in mein Auge gerieben. Ich muss die schon mitnehmen, die Münze, so ist nicht. So. Ich hoffe, ich habe die Zeit, um hier nochmal Anlauf zu nehmen. Ich weiß es nicht. Dann klappt der Sprung halt besser. So. Potenziell haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich weiß doch, dass das passiert. Wieso? Wieso werde ich denn da so dumm? Ich will doch nur mehr vom Level sehen. Ich habe doch noch nicht mal eine Ahnung, wie es weitergeht. Geschweige denn, was ich dann machen muss.
Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Das war ganz schön knapp. Na, eigentlich könnte man hier den Dings behalten, den Flug. Oh, also ich hoffe, dass man es nicht muss. Das wäre so bitter. Lass mich raus! Und irgendwas sagt mir, dass hier mehr Mancher sterben können. Ich weiß es nicht. Es wirkt alles so komisch. Na toll. Es wirkt alles ganz merkwürdig. Nein, nicht okay. Jetzt okay. Gut, weg mit dir. So, raus hier. So, jetzt einmal vorsichtig diese Münze holen. Dann hier hoch. Der Pfeil hat dann wieder nach unten gezeigt. Was? Ich check's nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht und ich kann es halt nicht austesten. Das war neu. Toll. Super. Verstehe ich aber halt erst recht nicht, was ich da oben noch machen soll. Das ist mir komplett unerklärlich. Das war jetzt schon nicht gut, weil jetzt geht die Shell nicht mehr darüber, ne? Ah doch. Das ist auch gar nicht die Shell, das ist irgendwas anderes. Wait! Ich sehe da was, aber das kann dann ja nicht funktionieren. So wie es bisher wäre. Ich kann den zwar hier drücken. Und ich kann auch hier wieder runterfallen. Aber dann muss ich hier... ...noch groß sein. What? Ich muss an der Stelle noch groß sein. Alter Twix, was willst du von mir? Ich kann an der Stelle nur groß sein, wenn ich den Quatsch hier behalte. Oh Gott, das geht halt echt. Das gefällt mir nicht, dass das geht. Ja, und jetzt... Ja, und jetzt habe ich es wieder verhauen. Oh nein! Aber dann ist das, was ich tun soll, ja? Oh, okay.
Problem ist, das, was ich gerade geschafft habe, werde ich so schnell nicht mehr schaffen. Geh hoch. Ich habe halt, weiß ich auch nicht, ob ich die Zeit habe, da so rumzueideln. Okay, okay, okay. Jetzt nicht den Pilz verlieren. Mist! Jetzt habe ich den nicht mal gedrückt. Ah. Und dann, was, wie geht's dann eigentlich weiter? Dann kommt da unten so ein... Hä? Ja, wie geht's dann eigentlich weiter? Dann kommt da unten so ein Bullet Bill, aber da ist doch dann eh schon Ende. Da falle ich doch in den Abgrund, oder nicht? Ich check den Abschnitt einfach überhaupt nicht. Soll ich hier immer noch im Flugmodus sein, oder was? Ich komme da nicht durch, ohne den zu verlieren. Ich meine, ich kann es jetzt zumindest mal versuchen, das hier zu machen. Hä? Und dann? Dann lande ich da unten. Was ist denn da drüben links? Ich sehe das rechts, ich sehe das nicht. Was ist denn da? Das ist irgend so eine Pilzplattform oder was? Ich check diesen Abschnitt nicht. Habe ich jetzt die Münze da oben mitgenommen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja gut, hat sich eh erledigt. Ich glaube, ich hatte sie eh nicht dabei. Wenn ich halt zumindest wüsste, wie das Teil da hinten funktioniert, das wäre angenehm. Aber ich weiß halt nicht, wie dieses Ding da hinten funktioniert. Es ist irgendwie komplett verworren. Ach, Twakes! So schnell solche Level bauen und dann auch noch selber schaffen. Oh Mann! Man muss doch erstmal die Idee haben, dann muss man das umsetzen, dann muss man das selber spielen. Gott! Ich dreh durch. Weil ich nicht weiß, wie das da hinten geht. Ich verstehe es nicht. Kann man das überhaupt verstehen, wenn man das nicht selber gebaut hat? Toll. Ah, ne, hat funktioniert noch, aber jetzt werde ich genau das passieren. Ah, ich hasse es. Ich hasse alles. Und viel kann ja dann nicht mehr kommen. Ich brauchte dann aber immer noch zwei Münzen, oder? Da hatte ich, ich glaube, ich hatte 9 zu dem Zeitpunkt dann. Aber die Zeit läuft ja schon aus. Irgendwas muss ich da doch falsch spielen, wie Drake sich das gedacht hat. Irgendwas, ja, toll, danke. Irgendwas muss ich da doch grundlegend falsch spielen da hinten. Sonst würde das doch nicht so gut. Es wirkt halt alles komplett komisch. So, das hier vorne sieht man eindeutig, was man tun muss. Es ist
geht gar nicht anders, ne? Das ist eindeutig zu spielen. Aber da hinten gibt es so viele komische Varianten, die man spielen könnte. Ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Was am Ende dann verlangt wird. Oh oh. Ja, danke auch. Ja, jetzt ist er weg. Ach, kotzt mich das gerade an. Nicht, weil das Video länger wird, das habe ich ja gesagt, das ist okay, aber ich verstehe halt nicht die Stelle. Und ich kann sie halt nicht testen, weil ich nicht hinkomme. Und wenn ich dort bin, ist die Zeit zu knapp, um sich das vernünftig anzuschauen. Wieso bleibe ich den Fortner da hängen? Es kommt ein Problem auf mich zu. Ich hab's wieder verhauen. Cool. Toll gemacht. Großartig. Dankeschön. Für nichts. Gerade mich ein bisschen entlüften. Es ist mir echt zu warm gerade. Das kommt auch noch dazu. Das ist halt was, was man jetzt nicht spürt im Video. Es ist, ich schwitze hier schon wieder wie ein Wein. Das ist was, was zusätzlich natürlich stresst. Sekunde. Geht gleich weiter. So, jetzt kann ich mich ein bisschen entlüften hier. Oh Gott. Nein, ich hatte jetzt den... Oh, P-Meter verloren. Nein! Ich guck mir jetzt einfach nur den Quad... Okay, ich guck wissen wir nicht weiter an. Ach, Mann. Ich will zu der Stelle da hinten und ich will sie testen. Das will ich. Ich komme nicht mehr hin. Oh, nervt mich das. Kann doch nicht sein. Wieso kriege ich diesen Mist denn nicht mehr hin? Cool. Das hat doch immer Ja, wieso klappt es denn nicht immer so? Was mache ich denn falsch? Oh nein.
Ich komme nicht mehr nach hinten. Das hat man auch noch... Oh, ich raste aus. Kann doch nicht sein. Toll. Toll. Das ist großartig, wie das funktioniert hier alles. Nicht gut. Ja, kann ich halt knicken. Kann ich an der Stelle halt knicken. Cool. Jetzt bin ich wieder da. Kann denn das Setup so unterschiedlich sein, dass es mal klappt und mal nicht? Guck dir das an! Wieso klappt es denn manchmal einfach nicht? Ich mache nichts anders, aber anscheinend ja doch. Hoch. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, um hier zu warten auf die Schelle. Vielleicht sollte ich da schneller sein. Ich weiß es nicht. Nicht gut. Raus da. Okay. Nicht gut. Oh, Mann. Wie komme ich da oben schneller durch? Das wäre auch noch so eine Sache. Ich meine, es ist ein Speedrun. Man muss da schneller durch können. Ich kann da nicht ewig warten. Kann ich nicht. Ich muss da irgendwie durch können, schnell. Aber ich weiß nicht wie. Die ganze Stelle verwirrt mich komplett. Nein! Die ganze Stelle verwirrt mich komplett, Terino. Ja. Jetzt habe ich viel mehr Zeit noch übrig. Aber guck mal, das hier ist, ne? Das ist eigentlich kein... Scheiße. Und jetzt? Hä?
Dadurch, dass ich da oben auf den Swamp warte, kommt der Dings da unten zu bald an, ne? Zu spät an. Der muss ungefähr in der Mitte sein, wenn ich da runterfalle. Ich darf bei dem Swamp nicht länger warten. Aber wie komme ich an dem Swamp schneller vorbei? Und was kommt danach noch? Oh, macht mich das fertig. Ja, das war es halt jetzt eh. Oh mein Gott. Das ist, was ich meinte. Das ist genau, was ich meinte. Wenn man das besser sieht, geht mehr von dem kaputt. Oh Gott, also ist das so gedacht. Oh Mann, ich will nicht. Ich will nicht, dass das so gedacht ist. Gibt's doch nicht. Ich krieg hier zu viel. Ich habe keinen Fehlmeter, ne? Großartig. Großartig. Liebe alles. Ich will da wieder nach hinten und nicht hier vorne sterben. Nein, jetzt hatte ich die verfluchte Münze nicht mit. Alter, ich spiele bald keine Level mehr von Twakes. Warum tue ich mir das an? Warum will ich immer so was Komisches, Schwieriges spielen? Warum? Am Ende macht es mich nur wütend. Welchen Sinn hat es denn dann? Für den kurzen Moment der Freude, wenn man es geschafft hat und dann hängt man im nächsten Level und ärgert sich wieder. Was soll das denn? Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. So, wenn man die, wie gesagt, eher auslöst. Toll. Kommt man auch mehr mit von dem, was da fällt. Ja, scheiße war's. So, ich muss aber jetzt wirklich... Das darf halt nicht passieren, weil wenn das passiert, ist schon vorbei. Wenn das passiert, ist halt schon vorbei. Ich muss hier irgendwie schneller rüber, aber ohne den getroffen. Ohne da getroffen zu werden. Wie? Wie komme ich da schneller rüber, ohne... ohne getroffen zu werden. Wie? Nein.
Was habe ich vorhin eigentlich anders gemacht, dass da plötzlich alle Manche explodiert sind und jetzt sie wieder nicht? Was war denn da der Unterschied? Mist. Ich weiß es nicht mehr. Oh nein! Nein! Ich raste aus. Ich habe die Münze nicht mitgenommen, es ist mir gerade egal. Ich kann ja trotzdem gucken, wie es weitergeht. Oder auch nicht. Jetzt hätte ich aber 9 von 11. Wo sollen denn die anderen 2 sein? Und ich habe noch 3 Sekunden gehabt. Ich weiß, dass ich die nicht mitgenommen habe. Ach, okay, die klappt eh nicht mehr. Ich check halt den Teil von dem... Ich check überhaupt nichts mehr. Ich checke nichts mehr. Der ganze erste Teil von dem Level geht voll okay. Man versteht nach einer Weile, was man tun soll. Da hinten versteht man einfach nichts. Gar nichts. Ja, ich weiß, dass ich jetzt zeitlich schon wieder verkackt habe. Das ist mir bewusst. Wir gucken uns das trotzdem an. Ah, hier muss ich zwischenlanden. Jetzt ist der Dings natürlich schon wieder da. Ja, ne? Das ist klar, dass das jetzt wieder nicht funktioniert. Und ich sehe halt auch nicht mehr. Ich sehe aber halt auch nicht, wo da noch eine Münze sein soll. Ich muss die doch irgendwo verpasst haben, die anderen, oder? Ich werd verrückt hier. Das sollen am Ende echt noch 2 Münzen dann plötzlich kommen. Mann, jetzt hängt er sich wieder da oben rein. Mist. Komplett Mist. Thank you.
Das darf nicht wahr sein, ne? Danke. Wo kam denn das jetzt her? Wenn ich komplett verarschen hier? Wieso ist jetzt wieder... Also ich verstehe... Was mache ich denn anders, dass der Pi-Meter da nicht kommt? Ich renne doch da volle Kanne runter. Wo verliere ich den denn am Anfang? Wenn ich nur wüsste, was ich da hinten anders machen muss... Danke. Ja, kann ich knicken. Ah, warte. Ich glaube, ich sehe da, oder? Dadurch, dass das Springboards sind, muss ich mich da so schnell... Oh nein. Aber wenn ich groß bin, klappt das doch erst recht nicht. Ich verstehe das Setup nicht. Ich habe jetzt bisher gedacht, die Springboards da hinten sind dann eher gefährlich, weil die in den Swamp reindrücken. Aber vielleicht kann man... Ach, jetzt... Nee, sorry, ich habe keine Lust mehr. So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Ich habe mich wieder etwas beruhigt und komplett vergessen. Was? Was war das für ein Piepsen gerade? Komplett vergessen, meine Stöpsel wieder aufzusetzen. Das, ist die letzten Parts nicht passiert, deswegen können wir das jetzt mal wieder machen. Moment. So. Und da sind sie auch schon im Öhrchen gelandet. So, ja, Mensch, letztes Mal habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Weiß gar nicht warum. Aber ich habe... wer war das denn? Verdammt, wer war das denn? Murmel, warum bin ich denn der Person gewesen? Was hat die gebaut? Schauen wir gleich. Cold is Hot Peppermint ist von Rasierer. Ein neues Level da. Okay. Aber ich möchte dennoch... Ist das... Hat das immer noch keiner geschafft? Können wir immer noch Erster werden, wenn wir es schaffen sollten? 6 Leute haben es probiert, keiner hat es bisher geschafft. Sehe ich das gerade wirklich richtig? Sick. Okay, passt auf. Folgendes. Ich habe eine neue Theorie. Jetzt muss ich erstmal wieder an den Anfang reinkommen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Wir haben ja gesehen, dass es möglich ist, okay, vielleicht dauert es auch nicht ein bisschen wieder reinzukommen. Wir haben ja gesehen, dass es möglich ist, wenn man hier direkt weitergeht, dass dann... Ja! Ja! Es funktioniert. Okay. Oh mein Gott. Es funktioniert. So wie ich es jetzt gemacht habe, nur dass ich da unten den Pilz nicht verliere. Wenn ich da direkt weiterlaufe, dann funktioniert es. Dann sterben genug Muncher da drüben. Und dann muss ich auch nicht mit dem Blatt da unten rumfliegen. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil dann kommen wir auch rechtzeitig da unten an und können rechtzeitig auf den nächsten Bullet Bill rüber. Ah, Mann. Damit ist jetzt das, was mich im letzten Part aufgeregt hat, Geschichte. Es kann sein, dass noch mehr kommt, was mich aufregen wird.
Aber jetzt weiß ich, wie die Stelle funktioniert. Und das ist das, was ja das Problem war. Ja, das war ja, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Ich war einfach komplett ratlos. Deswegen habe ich mich aufgeregt. Nicht wegen der Videolänge oder so. Das hatte ich ja diesmal in Kauf genommen, dass es länger dauern wird. Sondern weil es einfach nicht, ich habe es einfach nicht gewusst, wie es geht. Und wenn ich hier einfach weiterlaufe, dann sterben die genau richtig. Und dann kann man, okay, dann könnte man das sogar passend machen mit dem. Ja, und siehst du, jetzt kommt er nämlich rechtzeitig, dann kann ich da direkt weiter. Oh Gott, wir haben die Stelle verstanden. Oh mein Gott. Wir haben die Stelle verstanden. Sheesh. Aber interessant, dass es ist jetzt wirklich einen ganzen Tag her, die letzte Aufnahme, und es hat immer noch keiner dieses Level geschafft. Dann fühle ich mich schon mal nicht ganz so blöde. Aber dann bin ich jetzt guter Dinge, dass wir hier, wenn ich jetzt nicht zu viel Quatsch mache, hier noch weiterkommen werden. Weil jetzt ist halt diese Problemstelle da hinten ist jetzt passé. Jetzt will ich nur nicht zu viel Zeit verlieren hier am Anfang. Das wäre schön. Aber wir werden sehen. Warm ist es übrigens nach wie vor. Aber das wisst ihr ja selber. Ich denke mal, die wenigsten von euch werden den Luxus einer Kellerwohnung haben. Und selbst hier ist es warm. Uff. Uff. Das will was heißen. So. Oh nein, ich habe keinen... Ich würde jetzt gern wieder nach hinten kommen, Mann. Oh, lass mich nach hinten. Alles andere ist doch Zeitverschwendung. Nein! Jetzt werde ich halt mich eine halbe Stunde wieder hier vorne aufhalten. Ah, Mann. Das will ich aber nicht. So. Jetzt passt alles, ne? So, genau so spielt man das. Zack. Dann hier drauf. Dann hier rüber. Dann hier drauf. Meinetwegen beide mitnehmen. Das dürfte egal sein. Ich hoffe, es ist nur von der Zeit her nicht zu knapp am Ende. So, hier direkt weiter. Und dann sterben die alle weg. Oh mein Gott! Nein, da hinten ist das Ende. Okay. Okay, wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Da ist das Ende. Ich häng das an den anderen Part ran. Ich mache hier keine zwei Parts draus. Ich häng das ran nachher. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden das schaffen. Wir werden es schaffen, Leute. Wir werden das schaffen. Ein Tag später. Mit neuer Theorie. Oh. Ja gut. So halt nicht. Oh, aber dann, da muss ich dann mit den Swamps noch aufpassen. Aber da war die zweite Münze, war hinten. Ich muss dann nur noch, oh mein Gott. Ich muss nur noch den Swamps ausweichen. Da muss ich mir nochmal angucken, wie die fallen. Aber das kriege ich hin. Ich werde wahrscheinlich noch zwei oder dreimal dort sterben. Was dann ärgerlich ist. Na. Ah. Was dann ärgerlich ist, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir waren gerade so knapp davor. So knapp. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Und es läuft so gut, wenn man es verstanden hat. Nein, nicht springen! Nicht springen! Einfach nicht springen! Ah, einfach nicht springen! Ich hab's verstanden. Ich bin ja klein. Ich kann ja unter dem durch. Der kommt ja rüber zu mir. Einfach nicht springen.
Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nein! Ah! Hör auf damit! Oh, wehe, wenn jetzt noch einer vor mir erster wird. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ich habe es verstanden. Das Problem von gestern ist erledigt. Diese eine Idee, die man dann einfach noch nachts im Bett hat. Es ist unfassbar. Aber dann hatte ich halt keine Lust mehr noch aufzunehmen. Das wollte ich jetzt heute Morgen machen. Mache ich jetzt ja auch gerade. Oh boy. Ich glaube, so hartnäckig war ich bei noch keinem einzigen Level. Es funktioniert halt. Guckt euch an, wie gut es funktioniert. Wenn die Stelle einmal klar ist. So, hier rüber. Hier nicht. Ja, und dann muss ich da schneller. Ah, ein bisschen schneller noch und dann einfach drüber ins Ziel. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will das jetzt weghaben. Ich will das jetzt endlich weghaben. Komm schon. Ich will wieder nach hinten. Ich weiß doch, wie es geht. Ich muss nur noch umsetzen. Ah. Das ist aber, das war ein Level. Man musste so oft neu denken und überlegen, wie es gehen könnte. Wahnsinn. Also Twakes, Wahnsinn. Nein, ich hab da was vergessen. Reicht nicht. Nintendo, mach bitte den Reset-Knopf. Dieses Neustart ist so anstrengend. Das wäre super gut. Ich hoffe, die machen das irgendwann. Wenn genug Leute das sagen. Dass die mich nicht hören, ist mir bewusst. Mist! Na, man könnte eigentlich ZL könnte man eigentlich problemlos verwenden, weil der wird ja sonst nicht verwendet. So wie man den, so wie halt beim Skip. So wie beim Skip im Endless-Modus könnte man das hier als Reset einfach hernehmen. Gut, dann überschneidet sich es natürlich mit dem Skip beim Endless-Modus. Wobei, nee, ist ja eine neue Taste. Bei der Skip im Endless-Modus ist ja die egal. Ich sollte mich, ist ja wurscht jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Level und alles ist gut. Nein! Jetzt hat er sich mit ausgelöst. Ah! Aber das kann er vielleicht auch. Vielleicht komme ich dann sogar da mit beiden rüber. Na. Na, es wird nichts. Ja, es ist ja. Es ist ja. Es ist ja. Oh Gott, ey. Beim nächsten Mal nach hinten kommen, würde ich es jetzt schon gerne schaffen. Aber ich glaube, es wird noch nichts. Ich glaube, so 10 Minuten werden wir schon in dem Level mindestens hocken. Also ist okay. Weil jetzt ist es in Ordnung. Es geht mir jetzt nicht um die Zeit, es ist mir völlig wurscht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Und das ist der Punkt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist so eine Erleichterung. Weil man etwas verstanden hat. Das ist wie, wenn es in Mathe Klick macht, ne? Genau so ist das.
wenn du endlich verstanden hast, warum eine Funktion so funktioniert, wie sie funktioniert. Was überhaupt dieses X und dieses Y bedeutet. Das ist unglaublich. So, vorsichtig, nur den einen, den nicht. Ah, jetzt habe ich... jetzt geht er natürlich wieder hoch. Ja, ich muss da schnell runter. Ich muss da schnell durch. Es geht nicht anders. Ich muss da einfach schnell durch. Wahrscheinlich sollte man wirklich beide mitnehmen. Aber das Gute ist, ich habe genug Zeit. Ich muss es jetzt nicht nach krasser Speedrun-Manier machen. Ich kann versuchen, mich durchzumogeln. Einfach vorsichtig irgendwie die Münze noch holen. Irgendwie. Na, das war jetzt ein Problem. Nein, das reicht nicht mehr. Sag ich ja. Oh Gott, ey. Dieser Moment, wenn man etwas verstanden hat und auch feststellt, dass es so funktioniert. Oh. Ach, toll. Jetzt macht er das hier wieder. Trotzdem bin ich jetzt natürlich ungeduldig, weil ich es jetzt endlich haben will. Ne? Aber das darf jetzt nicht sein. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich darf keinen Quatsch machen. Dann passt es auch alles. Das ist das verrückteste Level, was Twix jemals gebaut hat. Nein, ich muss... Das war zu bald. Ich dachte, jetzt muss ich mich schon fallen lassen. Ah, Junge, bleib doch mal ruhig. Oh, ich bin gerade so durch. Der Tag hat gerade angefangen und ich bin jetzt schon durch. Einfach, weil das hat gerade einen Adrenalinschub hier gegeben, als ich festgestellt habe, dass es so funktioniert, wie ich es gedacht habe. Einfach unfassbar. Einfach unfassbar. Nein, das kommt... Oh, es reicht. Huh. Nein, da komme ich... Da lande ich im Feuer. Also nur die Münze holen, ganz vorsichtig und dann zurück. Okay, 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 okay. Wir machen das ganz vorsichtig. Die Zeit ist mir egal. Das kann man da hinten vielleicht irgendwie schneller spielen. Das ist mir egal. Hauptsache, wir kommen ins Ziel. Mehr will ich nicht. Ich will nur in dieses verdammte Ziel kommen. Und wenn bis dann halt einer das doch noch geschafft hat, dann ist es mir auch wurscht. Ich will es einfach nur abschließen. Nein! Ah, Mann. Oh Gott, ich will es doch nur noch abschließen. Wir waren gerade so da dran. Ich bin an den allen Swamps vorbeigekommen. Ich hatte nur noch das Feuer. Ah... Meine Herren. Das ist wirklich ein Speedrun der Extralative. Halt, ich hab noch, ne? Ja, jetzt habe ich nicht mehr. Würde ich zu gern bei Emero sehen, aber der wird das nicht spielen. Schade. Das hätte sein können. Oh. Gibt's doch nicht. Ach, Mann.
Nein, das war die letzte Ecke. Das war alles richtig. Und das war die letzte Ecke. Das war doch ein Millimeter oder so. Ah. Oh Gott, ey. Was ein Meltdown in diesem Level. Nennt man das Meltdown? Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch egal. Oh Junge. Nein, schon wieder. Ah. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ah. Oh, es kann nicht wahr sein. Oh, ist das eine Reise. Ich werde da so schnell zurückgedrückt. Ah, Mann! Ich will eigentlich gar nicht in diesem Springboard. Ich will eigentlich gar nicht in dem Springboard drin landen. Ich habe ja die Zeit. Ich muss es ja nicht so schnell machen. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, ey. Dang it! Oh! 1 Stunde 20 Minuten. Ich habe das gestern Nachmittag irgendwann hier angefangen, wo ich noch gesagt habe, ne, am Ende gehen wir als mit einem Erfolg hier raus. Und dann nach einer Stunde der Breakdown. Dann die Idee über Nacht. Oh mein Gott. Jetzt lass das doch groß, Mensch. Na toll, da ändert sich überhaupt nichts. Nein, jetzt ist der Text weg, oder was? Kann man immer nur irgendwas von dem?
Was müsste ich das so machen, ja? Ich habe jetzt halt gerade, das ist jetzt natürlich dumm, weil ich es mit dem Controller mache. Aber... Kann ich jetzt hier noch irgendwelche Symbole oder so hinzufügen? Da wird er nur dicker. Ah. Kann ich auch wieder wegradieren? Moment, wir haben es gleich. Was ist das Minus da oben? Hä? Ach, und da ändert die Farbe. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Gott, jetzt bin ich zufrieden. Alter! Alter, was ein Level! Boah! Wahnsinn. Wahnsinn. Wehe, du löscht das irgendwann, dann ist der Erste da weg. Lass das. Oh mein Gott, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschüss.